Sonntagabend. Es ist kurz vor 19 Uhr. Das heißt, das Wochenende ist so gut wie gelaufen. Und ich habe mir überlegt, wir lassen das Wochenende hier bei mir auf meinem kleinen Kanal mal ganz entspannt ausklingen. Womit? Natürlich mit Marvels on Stream. Das ist eigentlich immer eine entspannende Sache, finde ich zumindest. Wir können ein bisschen quatschen dabei. Wir können gemeinsam etwas machen. Etwas, woran mir immer sehr viel liegt. Nicht immer bloß hier was vom Pferd zu erzählen. Und von daher finde ich es gut. Irgendwann werden wir vielleicht auch noch mal was anderes machen in der Richtung. Ich muss da mal gucken, was es da alternativ eventuell noch im Angebot gibt. Aber mit der Nummer hier bin ich eigentlich schon recht zufrieden. Ihr seht's, ich habe schon wieder ein bisschen vorgearbeitet. Wir spielen Grand Prix, 16 Bahnen, Standard-Maps. Und bei diesen 16 Bahnen habe ich mir erlaubt, schon mal den Computer wählen zu lassen, wo wir denn unser Unwesen treiben. Wir steigen auch gleich ein. Das heißt, ich habe hier schon mal die erste Karte ausgewählt. Aber wir werden warten, weil 3 Spieler hätte ich gerne, bevor es losgeht. Wer heute früh schon mit dabei war, der weiß, ich habe es schon im Stream heute Morgen gesagt, dass ich heute Abend wahrscheinlich mit euch nochmal eine Runde auf die Murmelbahn möchte. Und siehe da, das hat auch funktioniert. Ich habe es geschafft, habe auch noch ein bisschen weiter geargt, konnte meine Bauarbeiten Gehege für meine schwimmenden Tiere vervollständigen. Ganz abschließend konnte ich sie noch nicht, ein bisschen was fehlt da noch. Da fehlen mir noch 1-2 Ideen, aber das sieht alles schon ganz gut aus mittlerweile. Dann habe ich auch meine ganze Landwirtschaft da ins Rollen und Blühen und Produzieren gebracht. Da ist definitiv eine ganze Menge passiert. Ach ja, und was hier zähmt, habe ich dann auch noch. Aber das gucken wir uns dann beim nächsten Arc-Stream an. An der ist, weiß ich noch nicht. Muss mal gucken, wie sich das mit morgen so alles angeht. Also, da kann und will ich im Moment auch noch nichts versprechen. Bongo Boogie heißt diese schöne Map hier übrigens. Und ja, ihr seht, 500 Plätze haben wir hier frei zum Mitmurmeln. Also, wer da Lust hat, immer ran hier. Und bringt gerne Freunde mit, denen das Ganze auch Spaß machen könnte. Je mehr wir sind, desto lustiger wird das Ganze. Die in den letzten oder bei den letzten Malen dabei waren, die können das sicherlich bestätigen. Wir haben richtig viel Spaß gehabt. Es sind Rekorde gefallen, es sind Murmeln gefallen. Nämlich aus der Bahn. Aber trotz allem, wir haben nie die Lust verloren. Wir haben gesagt, wir machen weiter.
Wie war das? Aufstehen, Staub abklopfen, Krönchen gerade rücken und es geht weiter. Oh, Moment, Zeit haben wir noch. Also vor 7 werden wir eh nicht loslegen. Also werde ich euch hier noch so ein bisschen was vom Pferd erzählen. Oder von der Kuh. Oder vom Argentavis. Oder vom Basilosaurus. Ich hier so aus dem Fenster gucke, die Sonne. Ja, gucke. Auch nicht aus dem Fenster gucken. Ich gucke erst mal in den Chat und da ist der Schocker 1860. Guten Abend, mein Lieber, und herzlich willkommen zum Wochenendausgangsmurmeln, möchte ich mal sagen. Ganz gemütlich in den Sonntagabend murmeln. Wie du mitmachen kannst, weißt du. Ich glaube, das Kommando brauche ich dir nicht zu nennen. Das kennst du. Du siehst auch, die erste Bahn ist schon ausgewählt. Und da bist du auch schon mit dabei, ja. Super. Ja, die Sonne neigt sich so langsam schon zum Untergehen. Man merkt also, dass die Tage schon wieder deutlich kürzer werden. Aber Sonne hatten wir hier heute den ganzen Tag. Und dabei aber nur, ich sage mal, angenehme maximal 25 Grad. Das habe ich persönlich als sehr angenehm empfunden. Es war heute früh recht frisch. Das war für Anfang August schon eine Herausforderung, als ich heute früh bei mir auf der Terrasse stand. Also, da hat nicht viel gefehlt und beim Ausatmen hätte man Atemspuren gesehen. Aber das Wetter hat sich gehalten und es soll ja wohl die nächsten Tage auch wieder mit den Temperaturen nach oben gehen. Warten wir mal ab. Mein lieber Schocker, ich hatte schon gesagt, wir fangen an mit dem ersten Lauf zum Grand Prix, wenn wir mindestens 3 Murmeln in der Bahn haben. Vorher brauchen wir gar nicht loslegen. Dass du dich wunderst, dass ich hier noch, entschuldig bitte, verhältnismäßig tiefenentspannt sitze und mit euch einfach so locker vom Hocker plauder. Aber wer weiß, vielleicht hat ja irgendjemand von euch auch eine Frage an mich. Dann immer. Ob ich sie beantworte, lassen wir aber mal erstmal im Raum stehen. Ja, gucke, die Lightningsbude der Tino. Einen wunderschönen guten Abend dir, herzlich willkommen zum entspannten Murmeln in den Sonntagabend. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du mitmachst. Ich gehe mal davon aus, dein Frauchen ist auch gleich da. Dann warten wir nämlich noch einen kleinen Moment, bevor ich hier den ersten Countdown starte.
Mit dem Besen. Pass mal auf, dass der nicht nachher bei dir im Nacken hängt, der Besen. Da ist er, Lori, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum entspannten Murmeln in den Sonntagabend. Gestern früh habe ich gesagt, Murmeln, Quatschen, Kaffee trinken. Das passt nun heute nicht mehr, obwohl, ich kann mich an Zeiten erinnern, da habe ich auch um die Zeit noch Kaffee getrunken. Aber das ist sicherlich nicht mehr so ganz die Regel. Vielen, vielen Dank. So, meine Lieben, dann wollen wir mal gucken. Ich bin extra vorhin noch mal über die Bahn rüber, habe alles schön poliert, dass wir viel Spaß haben. Und dann starte ich mal den ersten Countdown. Der lokale Bahnrekord wird hier gehalten von Herkules 1983, 111592. Also wer sich da ein bisschen anstrengt, könnte das vielleicht schaffen. Ich starte jetzt mal den ersten Countdown. 45 Sekunden habt ihr jetzt noch die Möglichkeit teilzunehmen. Das Kommando dafür heißt Ausrufungszeichen Play und ich wünsche euch allen oder uns allen viel Spaß. So, und in 10 Minuten gehen die ersten Kugeln auf die Reise. Stürzen sich in die Tiefe. Die Kugel mit der hier erspielten Rekordzeit läuft in Türkis mit. Da ist aber bisher noch nichts entschieden. Alle vier Murmeln sind sehr, sehr dicht beieinander. Das ging daneben. Oh, ich habe mir hier den ersten Sieg geholt. Na, holla die Waldfee. Knapp über der Zeit von Marcel mit 1:15:517. Die Lightningsherren auf der 2, Schocker auf der 3 und die Lightningsbude hier leider ohne einen Punkt und ohne eine Wertung. Wir kommen schon zur zweiten Karte. Enemy at the Gates heißt sie. Das hat nichts mit Bill Gates zu tun, glaube ich zumindest. Oh, eine hübsche kleine Animation vorab. Auch sehr genial. Und jetzt könnt ihr joinen mit dem Befehl Ausrufungszeichen Play. Einfach hier in den Chat schreiben. Das ist das Einfachste. Es kostet nichts. Ihr müsst keine zusätzliche Software installieren oder ähnliches. Einfach im Chat mitmachen und dabei sein. Und dann geht das hier demnächst auch gleich zur Sache. Eine Katze mit Schweinenase hat auch was.
Aber eine Katze mit Flügel und Schweinenase. Ich weiß nicht. Was ich weiß, ist, ich habe den Countdown gestartet. In 40 Sekunden geht's los und wer da mitmachen möchte, ist mit dem Befehl Ausrufungszeichen Play hier im Chat dabei. 500 Plätze haben wir insgesamt zurzeit verfügbar. Interessanterweise eine Bahn, die wir hier noch nicht gespielt haben. Schneepinguin. Moin, moin, herzlich willkommen, guten Abend. Schön, dass du eingeschaltet hast und ein bisschen mitmachst. Wir murmeln hier ganz gemütlich in den Sonntagabend. Na, hier sind ja Geräusche. Oh, die Botanisiertrommel. Schocker, wo willst du denn hin? Da gibt's kein Bier. Schneepinguin macht's auch so. Na. Ich finde, die Bahn hat ein bisschen was von Schlangenhaut. Wie, Lori, du willst auch nicht mit uns murmeln? Na, das merken wir uns aber. Ja, gucke, das Ziel ist da. Mir ist aber unangenehm, ich habe schon wieder gewonnen. Etino auf der 2, Siegerzeit 1:46.667. Lightningsherren, Schneepinguin und Schocker leider ohne Wertung in diesem Spiel oder in dieser Runde. Und schon geht es hier weiter zur nächsten Karte, The Gauntlet. Auch der Papaschlumpf ist mit dabei. Auch dir einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum ruhigen Murmeln in den Sonntagabend. Das Kommando zum Mitspielen heißt natürlich Ausrufungszeichen Play. Farlan de Wolf hält hier den lokalen Bahnrekord mit 2:35, 9, 2, 6. Ich drück mal auf den Knopf. 45 Sekunden sind noch Zeit. Wer noch einsteigen möchte, hat die Möglichkeit. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando. Zwanzig Sekunden sind noch übrig. Ja, fast alter Mann. Ist er, Unkraut verjäht nicht. Und auf geht's.
Wer stürzt sich als erster in den Schlund? Schneepinguin, würde ich mal sagen. Aber hat nichts daran. Dicht auf den Fersen. Sie hat den Teichrührer ein bisschen besser nehmen können als Schneepinguin. Aber da kommen noch einige nette Dinge, die einem das Leben als Murmel nicht gerade einfacher machen. Hier zum Beispiel die schnell rotierende Botanisiertrommel. Wilde Positionswechsel. Hier ist es egal, welches Loch du triffst. Hauptsache, du triffst es schnell. Und so wie es aussieht, ist der Schocker uns allen auf und davon. Auf alle Fälle sehr, sehr deutlich vor der hier bisher gültigen Bahnrekordzeit von Faulan. Gucken, ob der Schocker es schafft. Ja, deutlich, mein Lieber. Da sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch zum neuen lokalen Rekord. Schocker holt sich hier den Sieg. Die Lightningsbude hat es mit einem Fallschirmsprung versucht. Der Schneepinguin auch. Ja, aber holt sich den Platz 2. Papa Schlumpf springt daneben. Die Herrin lässt es etwas ruhiger angehen. Holt sich aber Platz 3. Schocker vor Java und Lightningsherrin. Papa Schlumpf, Schneepinguin und die Lightningsbude. Leider ohne Wertung. Siegerzeit 2:20:633. Das ist gleichzeitig neuer lokaler Bahnrekord. Dazu herzlichen Glückwunsch, mein lieber Schocker. So, weiter geht es. Frozen. Da gibt es heute keine Rosen. Weil der Schnee fällt. Das ist Frozen. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando. Wenn ihr denn mitmachen möchtet hier beim Murmeln am Sonntagabend bei mir auf meinem Kanal. Bahnrekord hier aktuell von Steini 31 mit 3:38:023. Ich starte mal den Countdown. In 45 Sekunden geht es dann los. Wer noch mitmachen möchte, Ausrufungszeichen Play in den Chat eingeben und schon seid ihr dabei. Die vierte Bahn hier im ersten Grand Prix am heutigen Sonntagabend gestartet wird. Es geht am Anfang mal wieder steil bergab. Ich bin der Meinung, in anderen Dingen sollte es lieber mal steil bergauf gehen.
Na, ihr seid bitte auf Abwägen, Jungs. Ah ja. Das musst du mir vorher sagen, dann mach ich Licht aus vorher. Schlumpf kriegt hier so irgendwie die zweite Luft, habe ich den Eindruck. Da unten ist auch schon das Ziel zu sehen. Das rotierende Eiskristall sehr gut genommen. Kann man nicht anders sagen. Und da seht ihr's, Papa Schlumpf hat sich an in Führung gemurmelt. Zumindest auf dieser Bahn. Und holt sich hier auch den Sieg. Verdientermaßen, muss ich ganz klar sagen. Schneepinguin auf der 2, Schocker auf der 3. Die Lightnings Bude holt sich den vierten Platz, die Herren auf der 5. Und ja, ich lasse es ein bisschen ruhiger angehen. Und da sind nun alle 6 Murmeln im Ziel. Papa Schlumpf holt sich hier den Sieg mit 3:23, 8:38 und gleichzeitig damit einen neuen lokalen Bahnrekord. Herzlichen Glückwunsch dazu. Schneepinguin auf der 2, Schocker auf der 3, Lightningsbude auf der 4, die Herren auf der 5 und der Java bekommt die rote Laterne. Lightningsbude, Lightningsherren. Java und Schocker erhalten jeweils 4 Energiepunkte zurück. Und wir starten jetzt in die Bahn Nummer 5. Das Kommando zum Mitspielen heißt Ausrufungszeichen Play.
Ach, die olle Bude fehlt. Wer weiß, vielleicht haben wir ja noch den einen oder anderen, der mitmachen möchte. Ich starte mal den Countdown. Wer noch einsteigen möchte, hat 45 Sekunden Zeit. Mit Ausrufungszeichen Play seid ihr dabei. Der lokale Bahnrekord wird hier gehalten vom German North FX 347 444. 30 Sekunden sind noch übrig. Der Start ähnelt auch wieder so ein bisschen einem indischen Nagelbett. Und da geht es los. Bahn, wo man nie vorher weiß, was passiert. Ihr seht selber, was hier so abgeht. Da fliegen dir die Klamotten um die Ohren. Verliert deine Murmel allen Vortrieb und fängt an zurückzurollen, so wie hier. Und ihr seht's, jetzt bin ich ganz am Anfang da, wo wir gerade aus dem Kanal geschossen sind. Aber wie sieht's denn an der Spitze aus? Die Lightning-Sarin ist fast schon im Ziel. Respekt, meine Lieben. Das war eine Top-Zeit. Schneepinguin ist auch fast angekommen. Diese Zeit wäre noch schneller als der aktuelle Rekord. Papa Schlumpf auch. Ja. Was anderes habe ich jetzt eigentlich auch nicht erwartet. Habt auf alle Fälle einen großen Vorteil. Ihr müsst nicht allzu lange warten. Weil auch der Schocker ist fast schon im Ziel. Die Lightningsherrin holt sich hier den Sieg mit 2:02.617. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist eine richtig gute.
Gute Zeit. Der Weltrekord auf dieser Bahn liegt bei 1:48.470. Da ist sicherlich noch ein bisschen Luft, aber trotz allem, das ist eine richtig tolle Zeit, die du da erspielt hast, meine Liebe. Schneepinguin auf der 2, Papa Schlumpf auf der 3, die Lightnings auf der 4, Schokohund Platz 5 und ich in dem Falle leider ohne Wertung. Der Schneepinguin erhält 4 Energiepunkte zurück. Und wir kommen zur Bahn 6, Pixels Raceway. Wer mitmachen möchte, das Kommando zum Mitmachen heißt Ausrufungszeichen Play. Bahnrekord wird hier aktuell lokal gehalten von Sternchen 19. 6-9 mit 1:42, 9-2-1. Na, das sieht aus, als ob das alles ist, was im Moment mitmurmelt. Ich starte mal den Countdown. Wer dann immer noch einsteigen möchte, hat die Chance. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando. Und in 40 Sekunden geht es los. Da wird schon wild hin und her gehüpft und gesprungen. Schocker im freien Fall. Da kommen sie wieder, die Reifenstapel. Da Körbs mit drin. Und Power. Und die nächste Schikane. Auch wieder aus Reifenstapeln gebaut. Schocker, da war es richtig gut unterwegs gerade. Aber die Bude hat zurückgeschlagen, wie du siehst. Und die Lightningsbude holt sich hier auch den Sieg. Glaube, für einen neuen Bahnrekord hat es nicht gereicht. Aber das wissen wir. Lightningsbude in 1:59.616.
Nein, das hat nicht ganz gereicht für einen neuen lokalen Bahnrekord. Die Leitnigsherren auf 2, Papa Stumpf die 3, der Schocker 4, Java die 5 und Schneepinguin hat heute die rote Laterne bekommen für diese Bahn und der Papa Stumpf bekommt 4 Energiepunkte zurück. Auf geht's in die siebente Bahn hier, Marvel Centauri. Das Kommando zum Mitspielen heißt Ausrufungszeichen Play. Und ja, wenn ich das so sehe, kann ich nur sagen, der Preis ist heiß. Homler sind drauf und wollen's wissen, wer der Beste von ihnen oder die Beste von ihnen ist. 35 Sekunden habt ihr noch Zeit, wenn ihr mitmachen möchtet. Neues Ausrufungszeichen Play. Der Lokalrekord wird hier gehalten von Schnapsi mit 347,498. Fünf, 10 Sekunden habt ihr noch. Und da stürzen sich die Kugeln in die Tiefe. Sieht ein bisschen aus wie eine beschichtete Pfanne, diese Bahn. Na, Farbe und Struktur her. Habe ich es doch richtig gesehen? Bild dezimiert sich gerade ein bisschen, so wie es aussieht. Gut getroffen. Irgendwie sieht's aus, als wenn du eine richtig tolle Linie erwischt hast, Lori. Wendt 07. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum entspannten Murmeln in den Sonntagabend. Schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast. Wir sind im ersten Grand Prix, haben hier schon 7 Bahnen in Angriff genommen, aber kein Problem, du kannst gerne mitmachen.
Schaffst du es noch, Lori? Oh, aber auch ganz, ganz knapp. Ich würde sagen, es hat gereicht zum neuen lokalen Bahnrekord. Papa Schlumpf, die 2. Schneepinguin, die 3. Und der Schocker auf der 4. Ja, es hat gereicht. 3,45,079. Das ist der neue lokale Bahnrekord hier. Herzlichen Glückwunsch dazu, meine liebe Lori. Papa Schlumpf auf der 2, der Schneepinguin auf der 3, Schocker die 4, Lightningsbude und Java leider ohne Wertung. Und wir kommen zur Bahn 8. Cosmic Chaos. Wer mitmachen möchte bei so einer chaotischen Tour, der gibt jetzt einfach mal Ausrufungszeichen Play in den Chat ein und dann geht das hier schon los und der Stubidubidu ist auch mit dabei. Mein lieber Micha, auch dir nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast und mitmachst. Geh mal davon aus, wenn du da bist, ist Sternchen nicht weit. Schneepinguin fehlt noch. Jawohl. So. Da ist der Schocker. Jetzt wird's hier richtig voll. Micha, sollen wir auf Biene noch warten oder ist die bei ihrer Tochter oben? Da ist sie. Sternchen ist auch mit dabei. Bienchen, schönen guten Abend. Schön, dass du eingeschaltet hast und mitmachst. Wir haben hier richtig viel Spaß beim Murmeln in den Sonntagabend. Ich starte den Countdown. Ah, alles klar. 45 Sekunden und wenn er mitmachen möchte, das Kommando heißt Ausrufungszeichen Play. Ab geht's hier wieder in den tiefen Schlund. Noch traut sich keiner so wirklich, doch jetzt aber. Für Leute, die nicht ganz schwindelfrei waren oder sind, das hier gerade eben sicherlich nicht das A und O gewesen. Von G-Kräften wollen wir da lieber mal gar nicht reden.
Schneepinguin, war das wohl alles ein bisschen heftig? Vielleicht noch ein paar Nachwehen von Freitagabend. Wer weiß. Papa Schlumpf hat es auch mit dem freien Fall probiert. Genauso wie die Lightningsherren. Vorne ist aber schon das Ziel, meine. Auch hier ist, wenn ich es richtig gesehen habe, der lokale Rekord gefallen. Sternchen vor Stubidu Wendt der Lightningsbude. Ja, war. Und Schocker. Sternchen 214151, neuer lokaler Rekord. Herzlichen Glückwunsch. Stubidu auf der 2, der Wendt auf der 3, Lightningsbude 4. Ja, aber die 5, Schocker die 6, ohne Wertung, Lightningsherren, Papa Schlumpf und Schneepinguin. Ja, aber Schocker, Lightningsherren und Lightningsbude erhalten jeweils 4 Energiepunkte zurück. Steini 31. Moin, mein Lieber, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast und dabei bist beim entspannten Murmeln in den Sonntagabend. Pixels Portal Alley heißt die nächste Map. Und wer mitmachen möchte, Ausrufungszeichen Play. DJ Matti, guck an, da kommen sie jetzt alle. Matti, auch dir ein herzliches Willkommen. Schönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast. Und auch der Herkules ist dabei. Wieso der sich jetzt gerade alter Mann nennt, weiß ich nicht. Na, Steini, da hast du jetzt alle Chancen, deinen lokalen Rekord zu verteidigen mit 1,54791. Das sieht gut aus, meine Lieben. Ich würde mal sagen, wer fehlt, meldet sich. Ich starte den Countdown und damit heißt es, in 45 Sekunden geht es hier los. Das heißt nicht, dass ihr nicht mehr mitmachen könnt. Ausrufungszeichen Player ist das Kommando. Zwanzig Sekunden sind noch übrig. Oha. Guck denn da daneben? Der Stubidu, Micha, wo wolltest du denn hin? Tatsache. Naja. Ist die Chance rauszufliegen geringer für mich? Ach so.
Woher willst du denn wissen, dass Biene einen Rock trägt, Marcel? So. Steinis Rekord ist nicht in Gefahr. Leibniz-Bude vor Steini, Papa Schlumpf und dem. Die, da ist er. Und dem Matti. Vier Murmeln im Ziel. Alle anderen ohne Wertung. Siegerzeit 206,153. Schneepinguin erhält 4 Energiepunkte zurück. Starten waren 10. Racing Pin. Wer mitmachen möchte, Ausrufungszeichen Play und ihr seid mit dabei. Lokaler Rekordhalter hier, der Schocker mit 216,64. Null. Kino fehlt noch. Sternchen. Ich starte den Countdown und wer noch mit dazu stoßen möchte, gerne mit Ausrufungszeichen Play. Seid ihr dabei? 35 Sekunden habt ihr dafür noch Zeit. Und da geht es los. Hier eine ganz besondere Form des berühmt-berüchtigten Teichrührers. Organisiertrommel. Schocker sucht sein Heil in der Flucht.
Event auch. Respekt, Tino. Der war nicht schlecht gehüpft. Der war zu doll gehüpft. Nee, Pinguin ist bereits im Ziel. Das riecht nach einem neuen Rekord. Ja, aber auf Platz 2, Matti auf Platz 3. Rest stürzt jetzt wie Donnerschlag ins Ziel. Steini, warten wir noch einen Moment. Und wir haben das Ergebnis des 10. Laufes. Schneepinguin mit neuem lokalen Bahnrekord. 1:39, 0:17. Platz 2 für den Java, Platz 3 für den Matti, Stubbi auf der 4, Papa Schlumpf auf der 5 und der Steini holt sich Platz 6. Lightningsbude, Herkules Sternchen, Wind 07 Schocker und die Lightningsherren leider ohne Wertung. Papa Schlumpf erhält 4 Energiepunkte zurück. The Paperclip heißt die Bahn 11 und das Kommando zum Mitspielen heißt Ausrufungszeichen Play. Ja, wir sind wieder auf der Rennstrecke unterwegs. Wir murmeln hier 10 Runden. Die Lightningsbude fehlt noch. Und der Schneepinguin fehlt noch. Ne, jetzt nicht mehr. Der Schneepinguin ist dabei. Da ist auch die Lightningsbude. Dann müssten wir vollzählig sein. Zumindest das, was ich bisher sehen konnte. Whatever, wer mitmachen möchte. Ausrufungszeichen Play. 45 Sekunden habt ihr noch Zeit, um hier mit einzusteigen. Oklahoma Man 66. Guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast und hier ein bisschen mitmachst. Wir machen ein gemütliches Murmeln in den Sonntagabend. Es auch schon los.
Na, Oklahoma Man, das muss ja was werden mit dem Kugeloutfit. Hier ist schon richtig was los. Die Hälfte der Distanz liegt schon hinter uns. Wir sind bereits in der Runde 6. Und die ein oder andere Murmel macht so ein bisschen den Eindruck auf mich, ob es hier, als ob es hier um höher, schneller weitergeht. Dabei geht es darum, als Erster im Ziel zu sein. Hier ist die Messe noch nicht gelesen. Schocker, Papa Schlumpf, Wendt oder kommt noch einer von hinten? Die letzte Runde hat begonnen. Im Moment der Schocker vor Papa Schlumpf und Wendt ist aber ruckartig zurückgefallen. Also von daher abwarten, wer hier als Erster über die Ziellinie rollt. Schocker vor Papa Schlumpf, Herkules, Stubidu, Sternchen, Stein, Event, DJ Matti, Schneepinguin, Moment 66 und im Ganzen.
Wir schauen nochmal aufs gesamte Ergebnis. Schöcker gewinnt in 5:22.827 für 10 Runden. Papa Schlumpf, Herkules, Stubidu, Sternchen, Steini, Wendt, DJ Matti, Schneepinguin, Oklahoma Man, Java, Lightningsbrot und Lightningsherren dann auf den Plätzen. Sternchen, Wendt und Stubidu erhalten jeweils 4 Energiepunkte zurück. Eine Chantal hat nicht mitgespielt, mein lieber Marcel. Und wir kommen zur Bahn 12. MSLA Raceway. Auch das ist eine Rennkarte. Genau, Ausrufungszeichen Player ist das Kommando. Du warst etwas früh, weil auch zu dieser Karte gibt es vorab eine kleine Animation. Jetzt darfst du mit einsteigen. Ich würde mal sagen, die Lightningsbude fehlt mal wieder. Und der Oklahoma Man, den vermisse ich im Moment auch noch in der Teilnehmerliste. Ich warte mal noch einen kleinen Moment. Ich muss mir das irgendwann mit die Hummelbahn Rennstrecken aussehen noch mal genauer angucken. Ich glaube, da kann man sogar doch, oh, entschuldige, die ein oder andere Schikane einbauen, in der Form, dass man einen Pflichtboxenstopp mit einbaut und all solche Geschichten. Also da ist sicherlich noch nicht das Ende erreicht. Lori, erzähl uns doch mal, wo treibt sich denn dein Mann rum? Oder wollen wir das vielleicht lieber gar nicht wissen? Da ist sie, die Biene.
Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass du jetzt selbst dabei bist. So, ja, machen wir Folgendes. Ich gehe mal eben kurz in die Küche und öle meine Stimme nochmal. Und dann gucken wir mal, ob die Lightningsbude bis dahin da ist. Da ist er. Ich habe es gerade gesehen. Den Gang in die Küche mache ich ab. Aber loslegen. Oh. Ich bin wieder da und ich starte den Countdown jetzt. Das heißt, in 45 Sekunden geht es dann los. Bahn 12 im ersten Grand Prix am heutigen Sonntagabend. Und ich muss sagen, wir sind echt ein illustrer kleiner Haufen geworden. Ich freue mich. Ja, der arme Marcel hat wieder zu scharf gegessen. Ach nee, Matti! Der Matti war's, der Schlingel.
Matti, vielen, vielen Dank für die 100 Bits, die du gerade hier reingeschert hast. Fragen doch lieber erstmal, ob er überhaupt Hose trägt, mein lieber Marcel. Und der Matti schiebt nochmal 100 Bits hinterher. Super, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Auch hier liegen die Murmeln, auch wenn es nicht so aussieht, immer noch ziemlich dicht beieinander. 1, 2 und 3 auf alle Fälle, genauso wie 4, 5 und 6. Aber da ist sicherlich noch eine ganze Menge Luft in alle Richtungen. Sehe ich gerade was? Da ist mir doch einer untergegangen. Ihr Link wird sicherlich funktionieren, der da gerade eingeblendet war, aber da wird nicht allzu viel zu sehen sein, außer meinem Stream. Im Moment sieht es hier aber so aus, als wenn Schneepinguine und Sternchen sich hier um die Führung streiten wollen.
ich mir die Murmel vom Herkules so angucke, ich glaube, dann müssen wir den umbenennen. Der heißt ab sofort nur noch Glykoles. Glykoles, Matti. So ähnlich wie Glyphosat. Der am Ende so ist. Ja, gut, mal sagen, jetzt kriegt Herkules so richtig den Schub. Jetzt ist der Matti vor ihm. Jetzt gleich richtig schnell. Wir sind in der letzten Runde. In Führung aktuell. Sternchen 1969. Gefolgt vom Stubidu. Oder vom Schneepinguin. Und Sternchen kommt auf die Startzielgerade. Da ist die Ziellinie. Da kommen die Verfolger. Schneepinguin auf der 2, Stubidu auf der 3. Papa Schlumpf die 4, der Wendt die 5.
Lightningsbude 6, Steini 7, Herkules 7, Herkules 8, Java 9, DJ Matti 10. Und wir schauen aufs Gesamtergebnis. Sternchen in 11, 59, 3, 1, 0 für 10 Runden. Meine Liebe, dafür hast du gerade 100 Punkte eingeheimst. Da ziehe ich meinen Hut, den ich aktuell nicht trage. Schneepinguin auf der 2, Stubidu die 3, Papa Schlumpf auf der 4. Lightningsbude, also Wind habe ich vergessen, auf der 5. Lightningsbude 6, Steini 7, Herkules 8, Java 9, DJ Matti 10. Schocker die 11 und die Lightningsherrin auf der 12. Steini, Herkules, Matti, Schocker, Lightningsherrin und Lightningsbude erhalten jeweils 4 Energiepunkte zurück. Und die Glückszahl 13, Twisted. Irgendein Twist eben. Genau, Ausrufungszeichen Player ist das Kommando zum Mitmachen. Little XS ist hier Rekordhalter mit 1,24,775. Und da ist Little XS. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zum sonntagabendlichen Murmeln aus dem Wochenende. Mal gucken, wer fehlt denn jetzt noch? Der Schocker, genau. Und? Irgendeiner müsste noch fehlen, weil wir sind jetzt ein Spieler mehr. Nee, Matti ist dabei, Bienchen. Der steht hier ganz oben. Ich habe mich auch mit eingewählt, ja. Bienchen, Lightningsbude, LXS. Nee, Pinguin, Schocker. Ja, ist in Ordnung, Papa Schlumpf. Ich drücke mal auf Start. 45 Sekunden haben wir jetzt noch. Mit Ausrufungszeichen Play seid ihr hier mit dabei.
Du bist mit bei, Micha. Du bist ja. Matti ist dir wohl auf dem Fersen. Hatte ich im Moment gerade eingeholt. Da haben wir den ersten Teichrührer auf dieser Bahn. Little XS kann den persönlichen Rekord hier definitiv nicht mehr erreichen und auch nicht verteidigen. Sternchen im Ziel vor DJ Matti. Dubidu. Java Schocker. Lightningsbude, Papa Schlumpf. Dem Schneepinguin. So, Siegerzeit 1:30.801. Sternchen vor DJ Matti, Stubidu, Herkules, Java, Schocker, Lightningsbude, Papa Schlumpf, Schneepinguin, Steini, Lightningsherren und Littlex ist leider ohne Wertung. Schneepinguin und Java erhalten 4 Energiepunkte zurück. Und on thin ice, also auf dünnem Eis. Dünnes Eis, ganz dünnes Eis fällt mir dazu ein. Der Matti ist schon mittendrin im dünnen Eis, genau wie der Papa Schlumpf. Mit Ausrufungszeichen Play seid ihr dabei, meine Lieben. Steini hält hier den lokalen Bahnrekord mit 2:18.204. Behaupte mal, die Lightningsbude fehlt mal wieder. Da ist er. Ich starte den Countdown. Das heißt, 45 Sekunden habt ihr noch Zeit, wenn ihr mitmachen möchtet. Kommando heißt Ausrufungszeichen Play. Hähnchen, hattest du vorhin mal in WhatsApp geguckt? Ich habe da ein Bild hochgeladen. Und in 10 Sekunden stürzen sich die Kugeln hier aus dem Schneemann in die vereiste Bahn.
Ungefähr da, wo wir den anderen gefunden haben gestern. Gleicher Level. Schneepinguin hier im Moment. Richtig hurtig unterwegs. Mein Lieber, pass auf, hier ist glatt. Ja, ich bin gespannt, wenn wir denn ein Ei haben, was da rauskommt. So, das war dann die Lottotrommel. Ihr wisst, da müssen 49 Kugeln drin sein. Wir sind auf einem guten Weg, sage ich mal. Haben wir denn wieder das rotierende Schneekristall? Ja, wenn das so ist, Schneepinguin. Da kann nicht jeder mit im. Sagen wir mal, im Moment sieht es so aus, als wenn mehrere Murmeln vor dem Stein hier sind. Mal gucken, die Lightningsherrin ist bereits am Ziel. Ob das gereicht hat, mal abwarten. Stubidu die 2, Legelex ist die 3, Lightningsbude 4, Schocker 5, Java 6. Ja, ist es. Sonst hätte ich es nicht gelegt. Sternchen die 7, Schneepinguin 8. Herkules 9, Matti 10. Und dann kommt alles, was noch, sonst noch mitgemurmelt hat. Und da kommt das Ergebnis. 2, 17, 6. 02. Jawohl. Lori, herzlichen Glückwunsch zum nächsten lokalen Rekord. Papa Schlumpf leider ohne Wertung. Aber du bekommst 4 Energiepunkte zurück dafür. Die vorletzte Bahn, Taking Light. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando. Zwei sind es noch, Schneepinguin. Und ich starte den Countdown. 45 Sekunden zum jetzt noch Einsteigen. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando dafür. Der lokale Rekord hier wird von DJ Matti gehalten mit 209649. Zwanzig Sekunden haben wir noch übrig. Ah, verstehe.
Und auf geht's. Ach, das ist die Map, die über den Flugplatz geht. Vielen Dank für deinen Host, Schneepinguin. Ich muss sagen, die Karte viel, viel Liebe zum Detail. Jetzt geht's über die Wolken. Wie grenzenlos die Freiheit da ist, bleibt mal abzuwarten. Da unten ist auf alle Fälle das Ziel zu sehen. Steini, oh, Papa Schlumpf, Java, Diddlix, Herkules, Stubidu, Schneepinguin, der Lightningsherren, der Bude. Sternchen. So, dann schauen wir mal aufs Gesamtergebnis. Steini gewinnt hier mit 2:10, 4:36 ganz, ganz knapp an dem lokalen Rekord vom Matti vorbeigeschrammt. Papa Schlumpf auf der 2, Java die 3, Lidlix S die 4, Herkules 5, Stubidu 6, Schneepinguin, Lightningsherren, Lightningsbude, Sternchen, Schocker und die rote Laterne bekommt DJ Matti. Wir kommen zur letzten Bahn im ersten Grand Prix de Funnel. Wer mitmachen möchte, das Kommando heißt Ausrufungszeichen Play. Mir mal gerade was bei Licht beschauen und auf dem Rückweg mache ich hier gleich die Jalousie bei mir.
So, meine Lieben, alles wieder in Ordnung. Ich starte mal den Countdown. In 45 Sekunden starten wir den letzten Lauf im ersten Grand Prix. Wer noch mitmachen möchte, Ausrufungszeichen Play und ihr habt noch 25 Sekunden Zeit dafür. Bahnrekord lokal wird hier gehalten von Sternchen mit 235,487. Und da murmelt's los. Deini hat den Weg in den Schlund hier schon gefunden. Liegt aktuell vor dem amtierenden lokalen Bahnrekord. Einmal mit den Noppens. Das Nudelsieb ist auch wieder mit dabei. Matti sucht sein Heil in der Flucht. Und Sternchen jagt Schneepinguin. Steini ist bereits im Ziel. Das riecht nach einem neuen Rekord. Schneepinguin auf der 2, Sternchen auf der 3, Herkules holt sich die 4, Lightningsherren die 5, Papa Schlumpf die 6, Schocker die 7, Stubidu die 8, Java die 9, Lightningspudde die 10 und DJ Matti hier leider ohne eine Wertung. Siegerzeit 2:23.134, Steini. Herzlichen Glückwunsch zum neuen lokalen Rekord hier auf dieser Bahn. Und wir kommen jetzt zur Auswertung des ersten Grand Prix. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt, wie das ausgegangen ist. Platz 3 für den Stubidu. Platz 2 für Schneepinguin. Und Sternchen gewinnt den ersten Grand Prix. Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern und natürlich auch den Platzierten.
Und wie sollte es anders sein? Es folgen zwei Runden Royal. Natürlich immer die gleichen Verdächtigen. Du bist auch wieder da. Moin, Oberst. Herzlich willkommen. So, auch hier heißt das Kommando zum Mitspielen Ausrufungszeichen Play. Papa Schlumpf, schön, dass du dabei warst. Schönen Abend dir noch und wir hören und lesen uns, ne? So, noch mal gucken. Die Lightningsbude fehlt. Joker ist da. Schlumpf fällt raus. Der Stubidu fehlt ja auch noch. Ach, das habe ich nicht mitgekriegt. Sorry. Dann müssten wir vollständig sein. Naja, wie auch immer. Wer noch fehlt, kann mitmachen. Ausrufungszeichen Player ist das Kommando. 45 Sekunden habt ihr jetzt noch Zeit dafür. In dieser speziellen Art des Murmelns spielt jeder gegen jeden. Es bleibt am Ende eine Kugel übrig, die den Gewinn einheimst. It's a top 10 situation. Genau. Wir gucken uns das mal von oben an heute. Da ist es wieder zu sehen. Der Oberst Klink hat scharf gegessen. Er zieht den Nachbrenner deutlich sichtbar hinter sich her. Steini hat Little XS rausgeboxt. Beginnt das Murmelsterben. Joker ist raus. Steini ist selber raus. Stubidu haut den Herkules raus. Lightningsherren haut den Matti raus. Und den Stubidu. Und Oberst Klink gewinnt. Erhält dafür 90 Punkte. Alter Verwalter.
Little XS und Java erhalten jeweils 4 Energiepunkte zurück. Und wir spielen noch eine Runde. Da heißt das dann Prime. Und auch hier heißt das Kommando Ausrufungszeichen Play. Steini fehlt, Lidl XS fehlt. Der Schocker fehlt auch noch. Steini ist dabei. Ich starte mal den Countdown. 45 Sekunden habt ihr jetzt noch, wenn ihr mitmachen möchtet. Gümmen 136, wunderschönen guten Abend Chris, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast und mitmachst hier beim entspannten Murmeln in den Sonntagabend. Zwanzig Sekunden. Und ab geht's. It's the top 10 situation. Genau das ist es. Matti hat sich also in den Kopf gesetzt, den Stubidu zu vermurmeln. Die Lightningsherrin ist bereits vermurmelt worden. Guck an, Matti hat's auch geschafft. Er hat den Stubidu rausgehauen und hat's jetzt auf den Herkules abgesehen. Da kommt der erste Loot in diesem Lauf. Da hat der Herkules aber den Spieß umgedreht und hat den Matti rausgeboxt.
So, und jetzt geht's zwischen Gömmen und Obersklink. Und da holt sich der Oberst den nächsten Sieg. Und nochmal 90 Punkte. So. Matti ist mal AFK. Ja, ja. Dann machen wir jetzt mal eine Runde Community Maps. Ihr dürft mitwählen. Ausrufungszeichen Vote und eine Zahl zwischen 1 und 50. Bitte. Manfred2474, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du eingeschaltet hast und hier ein bisschen mitmachen möchtest beim entspannten Murmeln in den Sonntagabend. So, ich hole uns jetzt mal Unterstützung in Form des Computers mit dazu. Da sind die 16 Maps voll und wir starten gleich durch. Die erste Bahn im Grand Prix Nummer 2 heute Abend. Das Kommando zum Mitspielen heißt wie immer Ausrufungszeichen Play. Little XS fehlt, Schocker fehlt, die Lightnings herren fehlt. Steini fehlt.
Der Oberst fehlt, wenn er noch da ist. Jemand fehlt auch noch. Ich starte jetzt mal den Countdown, das heißt 45 Sekunden. Wer noch mitmachen möchte, Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando und ihr seid mit dabei. Keine Kosten, keine zusätzliche Software, einfach im Chat mitschreiben und dann geht's los. Guck an, Gümmern raus, Herkules raus. Ist ja schon heiß her, der Java ist raus. Sternchen ist raus. Liegt wohl noch ein kleines Stück, Manfred? Und es geht weiter abwärts. Ausfallquote auf dieser Bahn finde ich ja schon sehr heftig. Manfred holt sich den Sieg hier.
Mal sagen, das wird nichts. Und Lilix S hat ein ähnliches Problem. Okay. Kommt dann irgendwann der große Püsterich sozusagen? Da ist er. Ja, da haben wir sage und schreibe eine Kugel im Ziel. Muss ganz ehrlich sagen, mich hat diese Bahn mal nicht überzeugt. Ja, siehst du mal. 3-13, 3-8-5. Ich würde mal sagen, du hast damit schon in deinem ersten Lauf hier bei uns deinen ersten lokalen Rekord. Herzlichen Glückwunsch dazu, Manfred. Wir kommen zur nächsten. No, bitte. Yes oder no? Da musst du leider in Englisch schreiben. Super Random Machine. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Das erinnert mich so ein bisschen an Urlaub. Das Kommando zum Mitspielen heißt übrigens Ausrufungszeichen Play. Ja, es fühlt sich so langsam. So, ich starte mal den Countdown. 45 Sekunden sind noch Zeit mit Ausrufezeichen Play. Seid ihr wieder mit dabei? Gehe nicht über los und ziehe nicht 4000 Euro ein. 20 Sekunden sind noch übrig. Steini war schon. Und jetzt gilt es.
absolut wildes Gemurmel hier. Scooby-Doo versucht sich ein bisschen von allem zu distanzieren. Und ist im freien Fall unterwegs, dem Ziel entgegen. Sie denn wieder die durchsichtige Lottokugel, aber von 49 Kugeln sind wir im Moment sehr weit entfernt. Stubidu wird sich den Sieg hier holen. Manfred auf der 2, Little XS auf der 3, Sternchen die 4. Ja, bei die 5. Herkules auf der 6 und der Steini bekommt die rote Laterne. Die Bahn hat mir schon wieder deutlich besser gefallen. Das gebe ich dem. Ne? Das gebe ich dem Modder doch gerne mit auf den Weg und dann heißt das Kommando nämlich Vote Yes. Wir schauen nochmal aufs Gesamtergebnis. Siegerzeit 1:34.479. Ein neuer lokaler Rekord für den Micha. Herzlichen Glückwunsch. Steini und Herkules erhalten jeweils 4 Energiepunkte zurück. Und wir kommen zur Bahn 3. Idyllisch soll die Exkursion werden. Na, da bin ich immer sehr gespannt. Das Kommando zum Mitspielen heißt Ausrufungszeichen Play. Sternchen fehlt mir noch in der Liste. Eigentlich fehlen da noch mehr, aber das ist ein anderes Thema. Ich starte den Countdown. 45 Sekunden. Wer noch mitmachen möchte, Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando hier zum Mitmachen. Das kostet nichts extra. Ihr braucht keine zusätzliche Software. Einfach im Chat schreiben und dabei sein. Hey Chris. Sieht ein bisschen aus wie eine Heizspirale hier, die Nummer.
Bahn hat so ein bisschen was Rassähnliches. Und plötzlich sind sie alle wieder da. Schon werden die Karten hier neu gemischt. Ich sehe schon die Ankündigung des Ziels. Und Sternchen hat leider Ziel verfehlt. Ich glaube, du konntest dich gerade noch fangen. Der Manfred springt daneben. Die Güte. Da bleibt ja nichts mehr übrig. Also ganz klar, auch diese Karte gefällt mir nicht. Karten, wo es keine Gewinner gibt, finde ich doof. Ja, aber Little erhalten aber definitiv ein paar Energiepunkte zurück, jeweils vier. Und wir kommen zur Bahn 4 im zweiten Grand Prix. Genau, Ausrufungszeichen Play, so heißt das Kommando zum Mitmachen. Und ich starte den Countdown zum Grand Prix-Lauf Nummer 4. 42 Sekunden. Wer noch mitmachen möchte, Ausrufungszeichen Play, so heißt das Kommando zum Mitspielen. Einfach in den Chat tippen und dann seid ihr dabei. Und in 20 Sekunden geht's los.
durch die Botanisiertrommel. Einige der Murmeln haben den Außenweg gewählt. Kommt bereits das Ziel. Oi, da ging das flink. Aber trotz allem, die Karte ist gut. Little XS vor Stubidu, Java, Manfred Gümon, Herkules, Steini und Sternchen. Siegerzeit 1:08.474. Das ist, wenn man sich das mal so anguckt, der Weltrekord liegt bei etwas über einer Minute. Das ist gar nicht mal so schlecht, Little XS. So ein bisschen Luft nach oben. Gümon und Manfred erhalten jeweils 4 Energiepunkte zurück. Und die Bahn 5, Amused Absurd Area. Also was Lustiges oder was Amüsierendes, trotzdem was Absurdes. Naja, schauen wir mal. Ausrufungszeichen Player ist das Kommando zum Mitmachen, wie immer. Das fehlt noch, Sternchen fehlt noch. Starte jetzt mal den Countdown, das heißt in 45 Sekunden geht's los. Wer noch mitmachen möchte, ist mit Ausrufungszeichen Play dabei. Oh, da haben wir auch wieder alles mit dabei. Noppen, Teichröhrer, die Lottokugel. Und jede Menge Pink.
Chris hat es mit dem Fallschirm versucht. Ich würde mal sagen, Little XS hat es fast geschafft. Manfred hat sich hier den Sieg geholt. Sozusagen durchs Pink Hole ins Ziel. Sternchen auf Platz 2. Little XS auf der 3. Steini fährt noch ein bisschen Karussell. Nein, da fällt er sozusagen auch ins Ziel. Gewinner Manfred 2474. Und ich sag mal, die Karte war auch so schlecht nicht. Schauen wir uns das Gesamtergebnis nochmal an. Bei 56,25 der lokale Bahnrekord. Stubidu und Sternchen erhalten jeweils 4 Energiepunkte zurück. Du Herkules, Java und Gömmen in dieser Runde ohne eine Wertung. Und es geht weiter mit der Bahn O6. Kommando zum Mitspielen heißt Ausrufungszeichen Play. Der Holger ist wieder mit dabei. Einen wunderschönen guten Abend, Holger. Herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast und ein bisschen mitmurmelst. Auch der Manfred. Sternchen ist mit dabei. Jawohl. Ist ja die illustre Runde sozusagen wieder beieinander. Big Mountain Song. Mal gucken, welches Lied der Berg so singt.
Wer mitsingen möchte, 30 Sekunden sind noch Zeit. Mit Ausrufungszeichen Play seid ihr dabei. Das schaut ein bisschen aus wie an der Perlenschnur hier. Stellt sich die andere Frage. Wann ist die eher Holz nachempfunden oder ist das eine sandige Geschichte oder ist es unten drunter Holz und dann liegt Sand drüber? Schubidu holt sich auf alle Fälle hier. Steini auf der 2, Holger auf der 3, der Chris auf der 4, Manfred die 5, Little XS die 6. Aber die 7 Sternchen die 8 und der Herkules bekommt eine rote Laterne. Und mit Vote Yes oder No können wir hier wieder eine Bewertung für die Karte abgeben. Eins, 43, 6, 8, 9. Das ist Siegerzeit für den Stubidu gewesen. Das ist ein neuer Kala Rekord. Kommen zur Bahn 7. Kommando zum Mitspielen heißt Ausrufungszeichen Play. Ich starte den Countdown, das heißt, in 45 Sekunden geht es los. Wer vorher noch mitmachen möchte, ist mit Ausrufungszeichen Play dabei.
Los, die wilde Fahrt. Das rotierende Schneekristall ist hier wieder mit verbaut, diesmal in bunten Farben. Murmelwäscher. Holger raus, Stubidu da raus, Little XS raus. Java raus. Steini raus. Herkules raus. Manfred raus. Ja, genau, Manfred. Der Chris fliegt auch. Bienchen, alles liegt jetzt an dir. Den Weltrekord kriegst du leider nicht mehr. Der ist jetzt gerade vorbei gewesen. No winner. Das heißt für mich aber auch no vote. Oder andersrum, vote no. Ich meine, so von der Art, wie die Karte gemacht ist, gibt es definitiv nichts zu sagen, aber von 9 Murmeln nicht eine ins Ziel kommt. Da habe ich ein Problem mit.
Genau, Biene. Herkules erzählt noch einen Schwung aus dem Sessel. Und ich erzähle euch jetzt, dass wir zur Bahn 8 kommen. Ach, der Chris fehlt wieder. Chris, 45 Sekunden hast du noch. Mit Ausrufungszeichen Play bist du dabei. Da ist er. Oha, freier Fall nach oben. Ins Ziel, Lindlix S vor Stubidu, Holger. Oh, ging das schnell. Da sehen wir es nochmal. Lindlix S vor Stubidu, Holger oder Java Steini. Gümmern, Herkules, Manfred und Sternchen. Manfred und Gümmern erhalten jeweils 4 Energiepunkte zurück. Wir hatten Halbzeit und machen jetzt weiter mit der Bahn Nummer 9. Elekt. Ich geb's auf mit dem Lesen. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando, wenn ihr mit dabei sein wollt. Sehr gerne, Manfred. Schön, dass du mit dabei warst.
Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, einen guten Start in die Woche und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Manfred 2474 bastelt nun mit. Blockbuster Gaming sagt, herzlich willkommen. Da schließe ich mich doch glatt an, Manfred. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen hier bei mir in meiner kleinen Community. Normalerweise würde ich sagen, mach's dir bequem, fühle ich wie zu Hause, aber bitte benimm dich nicht so und ganz, ganz große Bitte unserer Community, lass bitte die Schuhe an. Wir haben da sehr schlechte Erfahrungen machen müssen. Wenn du Durst hast, geh gern in die Küche. Wenn du was Kaltes möchtest, da steht Kaffee. Und wenn du was Warmes haben möchtest, da sollte auch noch Bier sein. So, war ich eigentlich schon mit dabei? Ich starte den Countdown. Wer noch mit einsteigen möchte, 45 Sekunden, Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando. Bahn oder ist das doch nur Messing? Das wird ja eine Mischung. Alles wartet auf Holger. Nette Karte kann man nicht anders sagen. So, wie sieht's Gesamtergebnis aus? Das ging sowas von flink. Gümmern vor Java, Stubidu, Little XS, Steini, Herkules, Sternchen und dem Holger. 106498 ist die Rekordzeit hier. Das ist auch wieder neuer lokaler Rekord. Und wir sind mittlerweile schon in der Bahn 10. Das Kommando zum Mitspielen heißt Ausrufungszeichen Play. Ich glaube, Little XS fehlt noch.
Schauen wir mal, ob ich recht habe. Rein theoretisch, ja. Nun nicht mehr. Ich starte mal den Countdown. 40 Sekunden. Wer noch mitmachen möchte, Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando und dann seid ihr hier dabei. Ohne zusätzliche Kosten, ohne die Installation zusätzlicher Software. Einfach so mitmurmeln. Die berühmt-berüchtigte Botanisiertrommel. Das könnte man hier das Labyrinth der tausend Wege nennen. Du hat das vorgezogen, die Bahn etwas früher zu beenden. Gemon vor Holger Ulla Steini Sternchen. Herkules, Java und Little XS. Siegerzeit 2:32:234. Herkules und Steini erhalten jeweils 4 Energiepunkte zurück. Turning Troll Trouble. Sozusagen Triple T. Vorher aber Ausrufungszeichen Play in den Chat, wenn ihr denn mitmachen möchtet bei dieser Geschichte hier. Chris fehlt. Auch dabei, jawohl.
ist der Chris. Und hier kommt der Countdown. In 45 Sekunden fangen wir an. Und wer da mitmachen möchte, der nimmt einfach ein Ausrufungszeichen und schreibt Play dahinter. Und dann geht's hier auch los. Ja, okay, ist ja kein Thema. Ist ja kein Zwang. Da sind die Murmeln unterwegs. Flohteppich schaut uns mit großen Hundeaugen an. Während hier sämtliche Murmeln mal anständig durchgewaschen werden. Highspeed-mäßig hier. Dubidu Little XS bereits am Ziel. Immenstein nie Holger. Gehen wir jetzt schon zu den Leuten, die das Ziel erreicht haben. Moment, ja, war Herkules und Sternchen noch auf der Walzerbahn sozusagen. Alles dreht sich, alles bewegt sich und Bienchen fährt ins Ziel. Upp. Nee, noch nicht. Nur aber. Herkules hinterher, nee, der darf noch mal eine Runde. Und auch der Herkules ist im Ziel. Gewinner ist Stubidu. Stubidubidu. Stubidu. Jo, Matti, mach das. Pass auf, dass du kein Loch reinbrennst. Obwohl du nicht rauchst.
Wir schauen aufs Gesamtergebnis. 206-306. Das ist die Siegerzeit für den Micha. So ein kahler Rekord sein. Und Matti, schönen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt. So, das Kommando zum Spielen heißt Ausrufungszeichen Play. Wir befinden uns auf der Bahn Nummer 12 im zweiten Grand Prix. Ich starte den Countdown. Wer mitmachen möchte, Ausrufungszeichen Play und ihr seid noch mit dabei. Dafür habt ihr noch 40 Sekunden Zeit. Den da schon wieder. Na Bingo. Habt ihr gerade mal geguckt, wo der Weltrekord auf dieser Karte liegt? Wobei, wenn das so weitergeht, glaube ich mal ziemlich fest, dass keiner von den Murmeln das Ziel erreichen wird.
Ja, Steini, jetzt ist es an dir. Du hast alle Chancen, dir einen Weltrekord zu holen, solange du unter 10,21 bleibst. Tja, no winner, ganz klar, vote no. Das erhält 4 Energiepunkte zurück. Kommen zur Bahn 13. Mighty Power Chamber. Wer mitmachen möchte, das Kommando heißt Ausrufungszeichen Play. Jo, ich starte mal den Countdown. In 45 Sekunden geht's dann los. Wer noch mit dazukommen möchte, kann das mit Ausrufungszeichen Play natürlich sofort gerne tun. Und auf geht's.
Erstmal wieder die Heizspirale abwärts. Und dann ins Kanalisationssystem. Auf, unter, Botanisiertrommel. Im Parallelflug Sternchen und der Holger. Holger ein bisschen mehr Glück und Position wieder zurückerobern. Trommel wieder. Herkules vor Högerhula. Simon Steini, Illixes, Lugido und Sternchen. Eins siebenundfünfzig, 1:20 ist die Siegerzeit hier gewesen. Lugido, Sternchen und Heuhol erhalten Energiepunkte zurück, jeweils 4. Und wir kommen zur Bahn 14. Das Kommando zum Mitmachen heißt Ausrufungszeichen Play. Starte den Countdown, wer noch mitmachen möchte, Ausrufezeichen Play und er ist mit dabei. In 15 Sekunden geht es dann los.
Schöne Sachen hier. Ging schon was daneben?
Naja, dann bleibt nicht mehr allzu viel übrig. So, es gibt tatsächlich Nomen, die das Ziel erreicht haben. 6:53,487 war Gewinnerzeit. Das riecht nach einem lokalen Rekord. Steini und Herkules erhalten 4 Energiepunkte zurück, kommen zur vorletzten Bahn in diesem Grand Prix und damit auch zur vorletzten Bahn des heutigen Fun. Sein. Gucken mal. Kommando zum Mitspielen heißt Ausrufungszeichen Play. Mal alles. Ich starte den. 45 Sekunden geht es los. Jetzt ist er weg, ist mir auch egal. Erstmal im freien Fall in die Tiefe.
Alter Schwede. Little XS vor Stubidu, Herkules, Sternchen. Aber Steini. Holger Ulla und der Chris hat in dem Falle mal nichts abbekommen. Java und Little XS erhalten jeweils 4 Energiepunkte zurück. Und wir kommen zum Grand Prix. Lauf Nummer 16. Ausrufungszeichen Play heißt der Befehl, wenn ihr machen möchtet. Es fehlt auf alle Fälle noch der Holger. Jawohl. Ich starte den Countdown. 45 Sekunden und wer noch mitmachen möchte, ist mit Ausrufungszeichen Play natürlich dabei. Sind wir wieder bei dem Thema verrostetes Rüffelblech. Ich sage heute nichts dazu. Steini raus, Sternchen raus. Helix ist raus.
Holger ist auch raus. Java raus, Stubido raus, Gömen raus. Herkules ist noch drin. Und der holt sich hier auch den Sieg im 16. Lauf des zweiten Grand Prix in 2:22.840. So, wir schauen aufs Gesamtergebnis. Java auf 3. Herkules auf der 2 und Manfred holt sich hier den Sieg. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Manfred. Auch an die Platzierten. Meine lieben, ich gucke jetzt gemeinsam mit euch noch mal ganz kurz ins Leaderboard, ins Lokal. Herkules vor Java, Steini, Lightning, Sarin und Little XS und alle sind wir bei 28. 28 einzelne Teilnehmer, die bisher beim Momen hier teilgenommen haben. Super finde ich das. Ich sage danke an dieser Stelle, danke für euren Support, danke, dass ihr heute dabei wart. Und ich wünsche euch jetzt einen guten Start in die neue Woche. Natürlich nicht, ohne euch noch was hinzuschicken. Ich schicke euch jetzt mal in die Backstube. Mein Streamer-Kollege, der Knust, der ist aus dem Urlaub. Der sitzt zwar im Moment im Büro, wenn ich es richtig sehe, aber ich glaube mal, der wird sich noch in der Backstube sehen lassen. Egal was, da ist immer was los, da ist immer Spaß. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, lasst gerne ein Follow da. Macht ein bisschen Randale. Ich schicke euch rüber. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye. Warum